Ich denke, heute muss man mit dem Punkt leben, wenn man das Spiel gesehen hat. Es war schwere Bedingungen, wir hatten eine schwere Woche auch hinter uns. Man merkt jetzt langsam, es geht dem Ende entgegen in der Halbserie. Die Kräfte schwinden ein bisschen, aber trotzdem hat die Truppe noch mal alles gegeben. Wie gesagt, keiner wollte so richtig aufmachen heute, deswegen ist es am Ende, glaube ich, dann noch 0-0 ausgegangen. Ja, ich glaube, erstmal haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben Leverkusen, die eine absolute Spitzenmannschaft sind, glaube ich, alles abverlangt, hatten sehr gute Tormöglichkeiten auch. Mit ein bisschen Glück können wir das Spiel auch gewinnen. Ich finde, dass wir gegen so eine starke Mannschaft wie Leverkusen noch ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Leider jetzt nicht mit 3 Punkten belohnt, aber man muss auch mit 1 Punkt zufrieden sein, wenn man mal auf den Gegner blickt. Steht ein Stürmer auf Ihrem Wunschzettel zu Weihnachten? Es geistern so die Namen rum, Helmes, Lakic. Ja, diese beiden Namen sind jetzt natürlich besonders kompliziert, weil sie für uns nicht zu finanzieren sind. Und wir haben ja zunächst mal einen sehr guten Kader, aber wir haben natürlich auch unsere Köpfe zusammengesteckt, um darüber zu reden, wo können wir vielleicht noch was verbessern, wo können wir etwas verändern, wie können wir der Mannschaft noch weiterhelfen, auch mit Blick in die Zukunft.